Hallo Freunde der Sonne, mein Name ist Ivaldo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. Am liebsten würde ich ihn jetzt erdolchen, der unterbricht mich einfach, ich fasse es ja nicht. Auf jeden Fall sind wir hier in Florenz, ja, wo unsere Reise begonnen hat. Und wir sind auf der Suche nach einem gewissen Mönchen, der uns den Apfel abgenommen hat. Den neunfingerigen Mönchen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie er heißt. Steht das hier nicht irgendwo? Auf der Karte vielleicht? Nee, vielleicht bei den Verschwörern? Oh ja, der Fremde ist Girolamo Savonarola. Schwieriger Name. Aber wir wissen, wer es ist. Okay. Warum ist es hier so neblig eigentlich jetzt? Wieso ist das so? Wir sollen auf jeden Fall neun Lieutenants umhauen. Und ich weiß noch nicht. Oh, da oben. Da oben ist ein Erinnerungsanfang. Da gehen wir direkt mal hin. Neun Lieutenants. Da bin ich mal gespannt, was wir da machen müssen. Das hier ist der erste. Non si passa. Hört ihr mich? Bis ihr euch nicht alle unterwerft und euch dem Propheten Savonarola anschließt, wird diese Brücke verschlossen bleiben. Erzfeind. Den Söldner eliminieren, der den Ponte Vecchio bewacht. Let's go. Ich höre euer Stöhnen und Klagen. Ihr sagt, ihr habt Dinge zu tun. Das ist der Kollege da hinten, oder was? Der auf dem Balkon. Es gibt nur eine Pflicht. Okay. Unterwerfung. Ja, ja, ja. Unterwerfung. Wow, wie viele... Wie viele Gegner sind denn hier? Ja, super viele. Wir versuchen es mal... Alter, der sieht uns schon. Savonarola will nur das Beste für euch. Eine Stadt frei von Laster und Versuchung. Ein Volk geeint im Glauben. Kann ich ihn nicht. Alle Menschen sind gleich in den Augen des Herrn. Und so sollen sie es auch in Florenz sein. Ich dachte, ich kann ihn da runterschmeißen, aber das war wohl nicht möglich. Der sieht uns auch natürlich sofort. Okay. Es ist jetzt die Frage, sollte man das schnell machen oder wie sollte man das beginnen? Versteht, dass ich nicht drohen will. Ich will nur eure Augen für eine größere Wahrheit öffnen. Die Zeiten ändern sich. Ja, ja, ja. Nein, okay, da sieht uns schon wieder irgendjemand. Und Widerstand wird zu nichts Gutem führen. Fuck. Okay, wir versuchen den mal ein bisschen zu attackieren. Ich hoffe, das geht. Attentat, das geht tatsächlich. Es gibt nur eine Pflicht. Hat uns niemand gehört, niemand gesehen. Perfekt. Die Stadt ist unser. Eure Geliebten, okay, das geht hier nicht. Verlassen. Aber hier. Sie sind geflohen, um in Selbstmitleid zu vergehen. Ja, ja, ja. Selbstmitleid. Oh mein Gott. Der sieht uns. Der wird uns sehen. Die sehen alles. Der zieht uns der auch noch. Was? Wie? Er ist Laju. Willst du mich verarschen, Mann? Wo kommt der denn jetzt her? Sag mal, haben die überall Augen? Okay, weißt du was? Fuck it. Komm her! Euch beide und dann du. War nicht das absolut beste Attentat, ihr aber hey. Ihr tragt die Kleidung des Adels. Wie konnte Savonarola euch blenden? Reichtum und Macht garantieren nicht Zufriedenheit. Ich wollte noch... mehr. Was kann man denn noch und mehr jetzt machen? Jetzt habt ihr stattdessen nichts. Reichtum und Macht das hat ihm nicht gereicht. Das hier musste einfach getan werden. Requiescat in pace. Okay, Reichtum und Ruhm, Freunde. Das reicht heutzutage nicht mehr. Okay, wir haben schon zwei Pfeile im Rücken. Das ist nicht gut. Anonym werden. Ich versuche es. Wir hauen ab. Wir hauen ab. Also ich versuch's. Oh mein Gott. Lass mich in Ruhe. Natürlich fallen wir dann runter, weißt du? Shit. Anonym werden also, ja? Wo kann ich das? Hier auf der Bank? Lass mich setzen. Ich will mich setzen. Alter, setz dich! Verdammte Kacke!
Okay, der hat uns gesehen. Shit. Fuck, Mann. Okay, wir versuchen mal abzuhauen, aber ich befürchte ja, das geht nicht. Wie schnell die sind! Wow, das sind auch noch voll die krassen Gegner. Weißt du was? Fuck it, ich hau ab. Ich versuche mich irgendwo zu verstecken. Irgendwo. Und da sind schon die Nächsten. Alter, lauf in die Gasse! Fuck, Mann, wie viele sind denn da hinter uns? Was, der sieht uns nicht mehr? Ich sehe ihn nicht mehr, sagt er. Naja, ist schon klar. Sprintsprung. Kann ich... Was? Alter, ich stehe doch in der Gruppe. Fuck, Mann. Wie viele hier auch wieder rumlungern. Es sind zu viele. Es sind zu viele. Ich versuche mal da hinten. Besser gesagt... Hier, geht das? Sieht uns dann irgendjemand? Keiner hat gesehen, dass wir hier reingesprungen sind. Euer Ernst? Was für eine wilde Fahrt, Mann. Oh mein Gott, und das sollen wir noch 8-mal machen? Das ist doch nicht euer Ernst! Können wir bitte anonym werden? Alter, wir sind in einem Heuhaufen! Okay. Was geht denn jetzt? Was ist denn jetzt los? Plus 2000 Florin haben wir bekommen. Erzfeind haben wir also abgeschlossen. Aber es sind ja noch, yeah. Es sind noch 8 Lieutenants, Freunde. Und wir sind immer noch in diesem Heuhaufen. Oh mein Gott. Okay, zur Abwechslung. Ich glaube, wir gehen hier diesen Weg und holen uns dann diesen Lieutenant. Wow. Das war schon... Ich wünschte, ich könnte das irgendwie hinbekommen, dass wir das tatsächlich absolut inkognito hinbekommen. Dass wir den umbringen und keiner sieht uns. So wie bei Hitman, weißt du? Lautloser Killer. Das wünschte ich mir. Ich bezweifle, dass ich das jemals hinbekommen werde. Dafür bin ich einfach, schlicht und ergreifend, zu gut. So. Okay, wir holen uns den Aussichtspunkt. Ich glaube, es sind noch 5 oder 6 insgesamt. Das heißt, wir sind hier auch fast am Ende angekommen, Freunde. Von den Aussichtspunkten hier im gesamten Spiel, meine ich. Lieber Adler, das ist mein Aussichtspunkt jetzt. Der gehört mir. Mir alleine. So. Wir haben alle Glyphen gefunden, ja? Wir haben alle Codex-Seiten gefunden. Je mehr bleibt da nicht, Freunde. Viel mehr ist da nicht. So, wir haben hier natürlich... Ah, vielleicht können wir hier bei dem Kunsthändler noch was holen. Irgendwas Neues? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. So. Ein Heuhaufen auf dem Dach. Das ist ja ganz was Neues. Das hat er auch noch nicht. So. Also ganz komische Lichtstimmung ist das hier. Das sieht alles ganz komisch aus. Hier ist der nächste Lieutenant. Lieutenant. Contenance. Volk von Florenz, kommt, sammelt euch. Hört meinen Worten gut zu. Das Ende naht. Was? Jetzt ist der Moment zur Reue. Fleht um die Gnade Gottes. Was ist denn mit denen? Der jüngste Tag. Die korrupte Predigt des Priesters stoppen. Wir versuchen es. Seht ihr es nicht? Die Zeichen sind überall. Aufstand, Hunger, Krankheit, Korruption. Dies sind die Vorboten des Dunkels. Ja. Wir müssen stark bleiben in unserem Glauben. Sonst wird es uns bald schon verschlingen. Absolut.
Ich sehe euren Zweifel, dass ihr mich für irre haltet. Beruhig dich. Beruhig dich. Okay, die verfolgen uns eh schon. Fuck. Wo ist denn der hin? Der ist ja gar nicht mehr da. Der ist weggelaufen. Oh, ich krieg dich. Oh, ich krieg dich. Nein, was? Wen visiert denn der da an, Mann? An mir kommt niemand vorbei. Bezweifle ich sehr. Wir können den Typ nicht anvisieren. Wieso nicht? Wo ist denn da der Sinn da? Da hinten ist er. Da, jetzt habe ich ihn anvisiert. Okay, wir rennen hier hoch. Was? Niedriges und ich wollte im Flug, wollte ich so ein Ding hier nehmen. Das hat nicht so gut geklappt. Okay, komm, 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 komm. Ich bin schneller als du. Ich bin ja wohl schneller als so ein Mönch. Oh, oh mein Gott. Verfolgungsjagd durch ganz Florenz einfach. Euer Verstand. Ihr scheint ihn unter Kontrolle zu haben. Nicht alle von uns mussten getäuscht werden. Ich glaubte bereits, alles, was ich sagte, ist wahr. Hm? Nichts ist wahr. Was ich tue, ist nicht leicht. Requiescat in Vace. Wie man gerade gesehen hat, es ist absolut nicht leicht. Kann ich mir vielleicht... Oh Gott. Okay, Freunde, beruhigt euch. Boah, lass mich in Ruhe. Ich will doch nur weg. Überall sind hier Wachen, Mann. Überall. Das ist ja voll übertrieben. Was? War's das? Was passiert da? Was ist da los? War das nicht der Fuchs? Ist der Fuchs? Ja, ne? Können wir nicht einen Umhang anziehen, der uns hier ein bisschen hilft? Ein bisschen helfen kann? Ich guck mal gerade in unserem Inventar. Ausrüstung? Nein. Sondern Rüstung selbst. Alter, ihr Stiefel? Nein. Gegenstände? Beendet. Oh, beendet? Beendet? Oh, das sind die Codex-Seiten. Was ist das hier? Die Siegel. Die Statuetten. Nur noch die Federn bleiben. Okay, wie viel? Das sind aber noch... Die Federn können in Gedanken an Petruccio gesammelt und zu Maria in die Villa Auditore gebracht werden. Das sind mir zu viele. Ich will doch nur ein anderes Cape anziehen. Geht das nicht? Wie geht das nochmal? Geht das nicht über Rüstung? Wohl nicht. Waffen macht keinen Sinn. Ausrüstung auch nicht. Gegenstände haben wir schon. Monturen. Ah. Der Medici-Umhang. Was bringt der? Altair. Geht ja nur um den Umhang. Ist das hier in Florenz? In Florenz getragen wird, bleibt der Bekanntheitsgrad bei null. Auf jeden Fall. Ja. Zieh den an. So, wir sind inkognito. Ich hoffe, das bringt jetzt was. Dass wir diesen Umhang jetzt angezogen haben. Wir gehen mal hier zu dem Aussichtspunkt. Wow. Alter, ich hab das Gefühl, diese Erinnerung ist so ein bisschen fehlerhaft. Kann das sein? Immer mal wieder diese Aussetzer im Bild. Ich weiß ja nicht so recht. Darf ich hier mal durch? Ich will auch zu dem Kunsthändler. Der ist ja hier irgendwo. Vielleicht hat er auch was Neues für uns. Hier ums Eck müsste er sein. Seinen kleinen Little Shop haben. Da ist er. Hi. Hast du was für uns? Alles. Uns gehört ganz Louvre. Der gesamte Louvre gehört uns. Nichts
Es gibt nichts Neues für uns zu holen. Herr Bade, ich bitte doch. Ich muss doch sehr bitten. So. Oh mein Gott. Natürlich werde ich das. So, hier müssen wir hoch. Und hier kommen wir auch hoch. So, sehr schön. Und hoch. Synchronisieren wir. Ich habe gerade gar nicht drauf geachtet, wie viele wir noch brauchen. Aber so viele sind es nicht mehr. So viele sind es tatsächlich nicht mehr. Karte aktualisiert. Und es sind... Wir brauchen noch 4 Stück. 4 Stück, Freunde. Das ist nix. Und da ist schon der nächste. Direkt neben der nächsten... Neben dem nächsten Lieutenant. Weißt du, der fliehen wird ohne Ende. In diese Richtung müssen wir. Ich wünschte mir, dass ich das irgendwie besser hinbekomme. Wir haben ja noch ein paar Versuche, ne? Die Lieutenants auszuschalten. Ich gebe mein Bestes, ja? Der Palazzo Pitti. Komm ich hier nicht hoch? Offensichtlich nicht dort. Aber hier? Hier geht es. Okay. Sehr gut. Wir müssen ihm ein bisschen nachhelfen. Sind wir auch auf Dächern inkognito? Ihr dürft nicht hier oben sein. Alter, ich hab doch den Medici-Umhang. Ich hab den fucking Umhang an. Warum lässt du mich nicht einfach in Ruhe? So, hier? Ach ja, hier. Beruhig dich, ich will doch nur in diesen Aussichtsturm. Jetzt sind es nur noch 3. 3, oder? Es dürften nur noch 3 Aussichtspunkte sein. Tatsache. Leute, dann haben wir 73 geschafft. Das ist nicht wenig. Lehnt das Gemeine und Materielle ab. Sucht euer Heil in den Flammen. Was? Das ist... Okay. Stillleben. Attentat auf verblendeten Künstler. Okay, das sind irgendwelche Adlige. Das sind ja, das sind noch nicht mal irgendwelche Krieger, die wir hier ausschalten müssen. Plötzlich haben wir Nacht. Sprintsprung? Was? Warum zeigt ihr mir das die ganze Zeit an? So, wo ist denn der Typ jetzt? Ich habe keine Ahnung, wo er ist. Nehmen wir beide mit in den Tod. Hier war eine Möglichkeit, ihm näher zu kommen. Wenn das Perfektion göttlich war, dann wäre das Einfangen auch göttlich. Es schien rechtschaffen zu sein. Eine Form des Gebets. Und wenn andere meine Wer von denen ist das? Ah, okay, ich sehe ihn gerade. Nun, würde es sie ihm nicht auch näher bringen? Also hielt ich mich für... Okay, da ist er. Der dreht hier seine Runden. Der kommt ja jetzt gleich wieder, ne? Kann ich ihn dann einfach beseitigen? Wenn ich hier in der Menge stehe? Ich hielt meine Arbeiten für Fenster. Doch in Wahrheit waren es Tore. Tore, die ich hoffe, die bewegen sich hier nicht. Dann sind wir einigermaßen inkognito. Meine Kunst half den Menschen nicht, sondern vergiftete sie. Säte Lust und Gier und Unmoral, wo vorher keine war. Ich wurde getäuscht. Aber nun habe ich die Gelegenheit... Was ist denn jetzt passiert? Wir haben den Falschen umgebracht. Ich bete, dass ihr euch mir anschaut. Ja, ja, hier, bitte sehr. Das war sogar gar nicht so schlecht. Ja, was? Wir sind sehr nah an ihn rangekommen. Was habe ich nur getan? Du hast gelabert und zwar viel Scheiße. Gehandelt. Tat ich doch. Mein eigener Selbstzweifel ließ ihn mich so kontrollieren. Es tut mir leid. Na klar. Und auch mir. Eigentlich nicht. Ist keine leichte Entscheidung für mich. Requiescat in pace. Requiescat in pace. Wie oft haben wir das schon gesagt, Freunde? Ich markiere schon mal den nächsten Punkt hier.
Das würde ich gerne direkt mal machen, weil wir holen uns... Ah, die sind sogar hier in der Ecke. Da ist noch... Das sind die letzten drei hier. Aussichtspunkte. Wir laufen zu dem nächsten Punkt. Ja, Freunde, ich weiß, ich habe gerade jemanden umgebracht, aber ey. Er hat's verdient. Er hat's absolut verdient. Und es tut mir auch nicht leid. Anonym werden, kriegen wir hin. Jetzt kommt der echt der Bade. Willst du mich verarschen? Natürlich muss er das. An uns geht kein Weg vorbei. Wir fallen zurück. Aussterben, der kann nicht weit sein. Aspetta. Ja, okay, der kommt zu uns. Okay, die sehen uns. Ich will gar keinen Kampf. Wow. Die werden uns da runter schießen, oder? Okay. So, versuchen wir es trotzdem irgendwie hochzukommen. Läufst du zu deiner Mama? Ja, ich laufe zu meiner Mama. Was passiert hier? Okay, das hat nicht so gut geklappt. Da kommen immer mehr jetzt. Das ist absolut unschlau. Auch unschlau, was ich hier tue. Ich will eigentlich nur da hoch. Aber das wird nichts. Oh. Fuck, Mann. Welche Richtung? Hau ab, Barde! Haben die uns gesehen? Was macht der da? Haben die uns gesehen? Oder sind wir hier safe? Ich habe keine Ahnung. Oh, wir sind absolut safe. Wow. Mhm. Okay. Gut, gut. 2000 Florin haben wir bekommen. So, darf ich jetzt hier hochklettern? Ja, ist das im Bereich der Möglichkeit? Ist das ein Soldat? Keine Ahnung. So, hoch mit uns. Ich will doch nur hier hoch, Mann. Warum macht es mir so schwer? Ich will doch nur... Was macht ihr hier? Alter, das sind die aggressivsten Menschen aller Zeiten. Die verstehen auch überhaupt keinen Spaß. Null. Null Spaß. Die haben noch nie Spaß gehabt im Leben, weißt du? Lungert die ganze Zeit auf dem Dach rum. Was macht ihr hier? Ach. Wahnsinn. Okay. So, das hätten wir auch. Wo ist der nächste Punkt? Der nächste Aussichtsturm ist direkt um die Ecke. Holen wir uns zwei Stück noch. Freunde, nur noch zwei Stück. Dafür sind es aber noch sechs Lieutenants. Aber auch die. Fiese Kreatur, aus dem Weg. Diese Kreatur. Alter, wir sehen überhaupt nicht gut aus. Also vom Gesundheitsbalken her. Aber das können wir natürlich ändern. Und zwar hier bei dem Kollegen. Mein Freund. Ja, bitte. Kannst du uns vielleicht ein bisschen Medizin geben? Ja, danke sehr. Merci. Ich tat, was ich konnte. Ich weiß. Solltet ihr versuchen, euch einen anderen Beruf zu suchen. Es ist leider nicht möglich. Einen anderen Beruf zu suchen, keine Chance. Wir sind halt durch und durch ein Assassine. Das müssen wir einfach so jetzt sagen. So, hoch mit dir. Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, als Bildhauer anzufangen. Von daher... So. Ja, was zu trinken? Ich hab Durst. Freunde, ein einziger noch. Ein einziger Aussichtspunkt noch. Und ich glaube, den hole ich mir. Und zwar genau jetzt. Und stell dich! Das ist bestimmt deine Frau im Spiel. Der letzte Turm. Da ist er. Und wo kommen wir dann jetzt hoch? Hier an der Seite? Ja, das sieht gut aus. Oder auch nicht. Dann doch eher von hier. Hier gibt es so einen kleinen Mini-Vorsprung. Da können wir uns dran heften. Und, Freunde, bekommen wir jetzt eine Trophäe wahrscheinlich, oder? Ich denke schon. Ich hoffe. Wir haben alle Aussichtstürme. Nein? Nichts?
73 von 73 Aussichtspunkte. Und wir haben keine Trophäe bekommen? Alter, du Knauser. Ich fass ja nicht. Okay. Ich würde sagen, wir machen die restlichen Kurieraufträge. Nein, Spaß. Wir machen jetzt natürlich die nächsten Lieutenants. Was ich machen wollte hier bei diesem Schneider. Ist es eigentlich möglich, dass wir unseren Gesundheitsbeutel vergrößern können? Das habe ich... Ich glaube, ich habe das nur einmal mir angesehen. Ganz am Anfang. Aber seitdem nicht mehr. Wo ist denn der? Hallo? Andere Seite? Andere Seite. Herr Schneider. Kleider färben Beutel. Ach, guck mal hier. Das habe ich noch gar nicht geholt. Großer Medizinbeutel. Ja, damit. Messergürtel-Erweiterung. Noch eine Erweiterung. Gifttächchen, nicht Fläschchen. Holen wir auch. Holen wir auch. Wir holen auch den mittleren Medizinbeutel. Oh ne, können wir nicht. Ich meine, wir haben genug Geld, ne? Ich habe bald mehr im Angebot. Macht euch nicht rar. Alles klar. Machen wir nicht. So, das heißt, wir haben jetzt mehr Flächen zum Heilen. Das ist eigentlich ganz gut, weil so oft wie wir hier runterknallen und uns in Kämpfe begeben, das ist schon nicht mehr feierlich. Ich würde sagen, dass wir die ganzen Lieutenants machen, aber ich werde das höchstwahrscheinlich ein bisschen abkürzen, also von den Wegen her, nicht von der Mission. Deswegen sehen wir uns gleich da wieder. Okay. Schauen wir uns an, was das für ein Lieutenant ist. Sicher diese Kisten. Wir können nicht erlauben, dass der Inhalt in falsche Hände gerät. Ganz schön dunkel. Wer ist das? Der Hafenmeister. Ungesehen an Bord des Schiffes gelangen und dem Treiben des Händlers ein Ende setzen. Ungesehen. Ich hasse sowas. Mal sehen, wie hart die Unbelehrbaren sind, wenn sie nichts mehr zu essen bekommen. Okay, wir werden also schon gesucht. Das ist wenn sie essen wollen, super. Müssen Sie Savonarola als Führer anerkennen. Wie die Medici noch irgendeinen Einfluss in dieser Stadt haben können, ist mir schleierhaft. Oh, den haben wir. Ich würde mich gerne an Bord schleichen vom Wasser aus. Ich hoffe, das geht. Versuchen wir es. Ich wüsste jetzt sonst nicht, wie wir da an Bord kommen, ungesehen. Ja, okay. Savonarola führt. Okay, ich wollte hier hoch eigentlich. So. Na dann los. Kann ich hier nicht hoch? Willst du mich verarschen, Mann? Wieso sieht er mich? So, okay, von hier können wir jetzt hoch. Das ist okay. Wir sollten auf dieser Seite bleiben des Schiffes, weil von hier sieht man uns halt nicht. Vom Steg aus. Verstehst du? Weißt du, was ich meine? Mal sehen, wie hart die Unbelehrbaren sind, die nicht mehr zu essen bekommen. Okay, Attentat. Auf beide, oder was? Willst du mich verarschen? Warum müssen da zwei stehen? Da steht sonst die ganze Zeit immer nur einer. So ein Kack. So ein Scheiß, Mann. Ich hasse sowas. Wenn man ungesehen bleiben soll. Das wird hart. Ich. Wir werden sehen, ob wir das hinbekommen. Müssen Sie Savonarola als Führer anerkennen. Wie die Medici noch irgendeinen Einfluss in dieser Stadt haben können. Okay. Das war auch unbemerkt, offensichtlich. So, versuchen wir es nochmal, hier an Bord zu gehen. Ich sah sie als Schutzherrn an. Das war bevor der Prophet meine Augen öffnete. So, auf die Seite. Alter, wenn da jetzt wieder zwei stehen, ne? Dann flippe ich aber am Kackrad. So. Eine der Brüderlichkeit, drum. Gleichheit und Gerechtigkeit. Bitte sag mir, da ist nur einer jetzt.
Wir müssen nur noch die Schuld der Vergangenheit abwerfen. Den Herrn als unseren Retter und wahren Führer anerkennen. Und das hat keiner gesehen, ja? Attentat, komm her. Wenn es sein muss, schmeiße ich alle runter. So, aber wo ist der Typ jetzt, den wir suchen sollen? Ist er da oben? Nein, nicht da oben! Oh mein Gott! Ezio, du willst mich töten, Mann! Wie komme ich jetzt? Okay, so. Alter, der Ezio will mich töten, Mann. Ohne Scheiß. So. Jetzt sind wir hier wieder. Okay, wir sind wieder hier auf der Seite, aber offensichtlich geht es nicht anders. Wo ist der denn? Wo ist der Typ, den wir suchen? Dann sah ich das Übel des Mammons. Der ist hier unten. Oh mein Gott. Okay. Ich probiere mal was. Ich hoffe, das klappt. Gleichheit und Gerechtigkeit. Nein, nein, nein. Hey, ihr, das ist ein, wir müssen nur noch. Das war der Plan. Das war wirklich der Plan, ja. Was habe ich getan? Tja, nur Böses. Ihr wolltet Unterwerfung erzwingen. Manchmal muss man dem Volk sagen, was es denken soll. Das hat noch nie zu etwas Gutem geführt. Auch wenn das Herz schwer ist. Mein Kopf ist klar. Requiescat in pace. Requiescat in pace. Und da warten sie schon auf uns, aber wir entkommen natürlich wie ein Meisterdieb. Ja, na los da! Da ist er! Da ist er im Wasser! Ich seh dich! Okay, tschüss! Da! Da rufen können sie gut, ne? Okay. So, kann ich mich irgendwo hinsetzen, bitte? Einfach nur irgendwo hinsetzen. Oder reicht das schon, dass wir hier abhauen? Nice. Das lief doch... Also, das lief ziemlich gut, muss ich sagen. Ich bin sehr begeistert. Okay, wir könnten hierhin oder dahin. Wir räumen das Feld mal von außen auf. Wir gehen erstmal hierhin. Direkt bei so einer Mission, weißt du, muss natürlich ein Soldat rumschwirren. Aber den erwischen wir. Tschüss. Jetzt haben wir unsere Ruhe. Okay, Lieutenant. Der Befehl ist einfach. Bewacht diese Felder. Und passt auf, dass diesen Heubündeln nichts passiert. Hört sich vielleicht einfach an. Es ist aber eine sehr wichtige Aufgabe. Ab ins Heu. Den Bauern töten, ohne seine Leute zu alarmieren. Oh mein Gott. Einfachen Rohstoff. Fehlen dem Widerstand die Mittel. Und dann da ist er. Müssen sie aufgeben. Was willst du hier? Willst du mich verarschen, Alter? Die sehen alles! Das sind einfach... Schnauze. Bam. Ohne, dass wir gesehen werden. Ich denke, das ist drin. Wo ist der Kollege? Da hinten. Es haben sich schon viele angeschlossen. Sie brauchen Kleidung, Nahrung, Obdach, Wärme. Und all das, wie das... Den nehmen wir direkt mit rein ins Heu. Ich höre euer Murren. Ihr denkt, dieser Posten... Wäre Zeit. Kommt der an uns vorbei? Doch ihr müsst verstehen. Unser Überleben hängt davon ab, dass wir unser Eigentum schützen. Ihr glaubt mir nicht, oder? Natürlich nicht. Das Heu ist Futter für unsere Pferde. Die wiederum ziehen unsere Karren. Oh mein Gott, hier sind sehr viele. In die Städte bringen, wo wir Handel treiben können. Heu ist also die... Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Rein mit dir. Und dann ist da unser Vieh. Er wird noch jemanden verletzen. Kühe und Schafe brauchen Heu. Okay, vielleicht kommt er ja doch an uns vorbei. Mal sehen. Wisst, geben sie uns noch vieles mehr. Wolle, nein, doch Fleisch nicht. Und Milch und andere Dinge. Vielleicht ja doch nicht. Seht ihr nun,
warum das Heu nicht in die Hände des Feindes geraten darf. Okay, er dreht also, immer dieselben Runden. Das heißt, wir müssen... essentiell für unseren weiteren Erfolg. Shit. Okay, das wird hart. Das wird sehr hart, nicht gesehen zu werden. Das grenzt ja an Wahnsinn. Tempo, ich verliere überall! Ihn. Die stehen überall, Mann! Oh Gott, das... Oh, da ist er! Wofür habe ich diesen scheiß Umhang an? Ganz ehrlich, wofür? Der hat uns auch schon gesehen? Klar. Der hat uns natürlich auch schon gesehen. Ihr geht nirgendwo hin. Immerhin habe ich ihn noch erwischt. Immerhin habe ich ihn noch erwischt. Boah, Alter. Nervig. Es nervt wirklich. Wow. Ich wüsste aber jetzt nicht, wie ich da besser hinkommen soll. Schnauze. Willst du mich verarschen, Alter? Der sieht alles. Die KI von denen ist so mies, aber das sehen die. Stirb, verdammt. Stirb. Ich muss einfach nur an so einen Heuball, wo er tatsächlich auch langläuft. Vielleicht von hier oben. Oh, der sieht uns. Der wird uns sowas von sehen. Oder? Ja, natürlich. Jetzt dreh dich halt um. Okay. Ja, es hat nicht wehgetan. Wir können hier nicht hoch. Wie ist er denn da hochgekommen? Es haben sich schon viele angeschlossen. Sie brauchen Kleidung, Nahrung, Shit. Obdach, Wärme. Und all das bietet ihnen das Schnauze. Ich höre euer Murren. Ihr denkt, dieser Posten wäre Zeitverschwendung. Doch ihr müsst verstehen... Unser Überleben hängt davon ab, dass wir unser Eigentum schützen. Wo ist er? Da ist der Bauer. Der läuft hier an diesem Heuballen vorbei. Das Heu ist Futter für unsere Pferde, die wiederum sieht unsere Karren, welche unsere Waren in die Städte bringen. Dann schaue ich mal, ob ich ihn von hier erwische. Also die Grundlage unseres Lebens. Oder? Geht das? Ich sollte warten, bis er wiederkommt, oder? Da, unser Vieh. Kühe und da kommt er. Mal gucken, ob er hier dran vorbeiläuft. Ich weiß es noch nicht so ganz. Geben Sie uns noch vieles mehr. Wolle, er kommt, Fleisch er kommt tatsächlich nicht hier dran vorbei. Seht ihr nun, warum das Heu nicht in die Hände des Feindes geraten darf? Hat das gereicht? Unbemerkt haben wir ihn umgebracht. Ihr würdet euer eigenes Volk verhungern lassen. Und wofür? Zu lange ertrug ich die Beleidigungen. Sie schimpften mich einfach. Von niederem Stand. Ich wollte ihren Respekt. Hast du jetzt. Meinen habt ihr sicher nicht. Auch wenn der Tod schmerzhaft sein mag. Der Schlaf ist sanft. Requiescat in pace. Der hat immer einen Spruch auf Lager, der gute Ezio. Okay, wir haben ihn umgebracht und tschüss. Da sind mir zu viele. Au revoir. Bitte verschont mich, ich bin ein guter Mann. Hier kann man sich nicht verstecken. Dein Ernst? Gut, dann stirb. Mach ihn. Okay, tschüss. Aus dem Weg. Alter, der Schimmel im Hammer hinter uns. Verschwunden im Nichts. Ausschwärmen. Er ist hier. Ich weiß es. Wenn ich ein Verbrecher wäre. Was? Packt ihn! Okay, das hat nicht so gut geklappt. Du sollst abbauen! Was zückt er die ganze Zeit sein Messer? Anstatt. Tempo,
ich verliere ihn. Da, da. Also hier anonym zu werden, ist schon. Wir kriegen ihn, keine Sorge. Ist schon eine Krux. Da guckt er hoch. Ja, jetzt hast du es ihm aber gezeigt. Genau so. Mhm. Okay, ciao. Das war ein sehr guter Weg, muss ich sagen. Da, genau so kann es weitergehen. Autsch. Das hat... Okay. Macht mich kirre. Es macht mich einfach kirre, Mann. 9 Lieutenants. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Weißt du, hätten es nicht 3 sein können? 3 Lieutenants? Reicht das nicht aus? Wir haben immer noch 4 vor uns. Okay. Die kriegen wir auch noch hin. Da bin ich mir sicher. Direkt hier ist jemand. Ja, komm. Ja, kommt, meine verehrten Kunden. Mhm. Hier stimmt was nicht. Wo sind die Menschen? Wie, wo sind die Menschen? Was heißt denn, wo sind die Menschen? Ich sehe doch Menschen. Was meint ihr damit? Wo sind die Menschen, Ezio? Wo sind sie? Dein Ernst? Darf ich hier mal durch? Entschuldigung. So. Jawohl. Okay, hier können wir rein, glaube ich. Wenn das der Eingang ist. Nein, kein Eingang. Alter Barden, lasst mich in Ruhe. Ich muss hier wahrscheinlich aufs Dach, oder? Ich muss gar nicht rein. Hoch, hoch, hoch. Ja, weiter hoch, danke. Ich meine, es ist nicht immer dieselbe Person, die wir umbringen. Also nicht dieselbe Art von Person, aber... Aber trotzdem, das hätte man... Okay, hier geht's runter. Das hätte man irgendwie anders lösen können. Ohne, dass man hier immer wieder dasselbe machen muss. Was ist denn... Okay. So. Und rein mit uns. Ah, ins Vergnügen. Noch ein Herausforderer. Exzellent. Was? Savonarola warnte mich, dass sich jemand gegen uns stellen würde. Also habe ich diese Falle gestellt. Ach, die deswegen. Die den Helden spielen wollen. Es erwies sich als unterhaltsam und effektiv. Ist das so? Lasst uns beginnen. Na gut. Attentat auf den Hauptmann der Wache. Karriereleiter. Okay, wie viele... Was für ein Spektakel. Wie lange du wohl überleben wirst. Vor einiger Zeit kommt er. Leute, bevor wir ihn endlich erledigen konnten. Okay, ich hoffe wahrscheinlich ein paar mehr. Jeden verdammten Tag kommt ein von Konformisten, Unzufriedenen, Revolutionäre, Rebellen. Ich habe alles gesehen. Tschüss. Okay, Konter ist absolut ausreichend gegen die. Wir werden euch sowas von aufhäufen hier in der Mitte. Na komm, 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 komm. Ich sollte mich vielleicht auch auf die Suche nach neuen Waffen machen. Wenn wir bessere Waffen finden. Ja, hier. Gesell dich mal zu deinen Freunden. Entweder körperliche oder geistige. Was willst du also? Okay, wir gehen mal hoch zu dem Kollegen. Oder vielleicht Buße für eine alte Sünde? Hat dich dein Vater misshandelt? Was? Haben dich die Kinder gehänselt? Hat deine Geliebte dich verlassen? Okay. Okay, ich hab verstanden. Bald wird nichts mehr von dir zum Begraben übrig sein. Der kann nicht auf die Leiter springen. Wow, wie viele. Okay, komm, 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 komm. Alter. Das läuft ja wunderbar hier. Das läuft ja super. Mit dem Pfeil und Bogen auch noch von oben. Boah, ist das unfair. Aber so wirklich zielen können die Kollegen nicht. Ihr erinnert euch an die Ausbildung, Männer. Das hier auch. Wir brechen. Oh
ganz ehrlich. Ich muss erstmal die Bogenschützen irgendwie ausschalten. Wenn ich hier hochkomme. Bitte sag mir, ich komme da hoch. Oh, Ezio. Nimm doch die scheiß Leiter, komm. Was? Im letzten Moment treffen die mich. Oh, diese Missionen, ne? Die machen mich wahnsinnig, Mann. Die machen mich unfassbar wahnsinnig. Das Maul! Was passiert hier? Muss ich die hier alle umbringen, bevor ich ihn erwische? Ist das wirklich so gedacht? Das kann doch nicht sein, dass sie jedem meiner Schläge ausweichen können. Nein, ich bin nicht am Ragen. Gar nicht. Überhaupt nicht, Mann. Die wollen doch einfach nicht angreifen. Na, geht doch hier. Okay, was? Ja, jetzt habe ich nur noch diese Kollegen mit den Dolchen. Und ich krieg nur Pfeile in den Rücken, Mann. Komm, komm, komm. Komm schon. Nur noch einer und dann gehen wir hoch. Zu diesen verdammten Bogenschützen. Oh mein Gott, wenn die mich jetzt erwischen, ne? Glaub nicht, dass es mir keinen Spaß macht. Nicht runter! Oh mein Gott! Was? Was? Woher? Woher kommt die denn jetzt? Ey, ganz ehrlich. Nee. Wo ist der Wichser? Ich will nur ihn. Ich will nur ihn erwischen. Wo ist der? Da. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Komm, das Spiel macht mir Spaß. Ich will nur ihn. Was macht denn Ezio? Bald wird nichts mehr von dir zum Begraben übrig sein. Alter, geh auf ihn! So. Okay, wow. Alter, ich habe überhaupt keinen Bock hier, gegen hunderte von diesen Idioten zu kämpfen. So. Warum kann er uns nicht angreifen? So, jetzt aber. Ihn kontern wir natürlich nur so. Okay, okay. Stirb, verdammte Kacke! Die beschissenste Mission aller Zeiten! Wow! War ich denn wirklich so? So stolz und brutal? Du bist ein Drecksack! Nein. Savonarola hat euch verhext. Tat er das? Ja. Oder war ich es, der Macht kostete und berauscht wurde? Ich wünschte, ich wäre stärker gewesen. Du bist eine Wurst. Du bist eine absolute Wurst. Es tut mir leid. Doch es gibt keinen anderen Weg. Requiescat in pace. Oh mein Gott. Und jetzt auch noch abhauen. Und wir bekommen immer noch Pfeile in den Arsch geschossen. Was war das? Jetzt sag mir nicht, wir müssen das von vorne machen. Nein, oder? Wir sollten ja anonym werden. Wir sind anonym. Weil wir tot sind. Was für ein Spektakel. Wie lange du wohl überleben wirst. Ernsthaft? Wir haben ihn umgebracht. Spiel! Wir haben ihn umgebracht. Das überspringe ich. Requiescat in pace. Nicht nur, dass man ihn umbringen muss. Nein, man muss auch anonym werden. Sonst schafft man diese Mission nicht. Macht Sinn. So, bin ich jetzt anonym? Einigermaßen? Nein, immer noch nicht. Feder, danke. Sag mir bitte, ich bin anonym. Verdammte Scheiße.
3 noch. Oh mein Gott, nur noch 3. 3 verschissene Lieutenants. Wie ich diese Mission hasse, verabscheue. Oh Gott. Ganz ehrlich, Freunde, ihr müsst das doch zugeben. Wie schlimm ist diese Mission? Oder? Hey, du darfst nicht gefunden werden. Du darfst nicht erkannt werden. So ein Schwachsinn. Was ist das denn hier? Ist das eine Feder? Dürfte eine Feder sein, oder? Ja, komm. Wenn wir schon da sind. Nehmen wir die Feder mit. Für Mama. Auch wenn ich niemals alle finden werde. Oh, okay. Oh, guck mal, da ist noch eine Feder. Na, jetzt haben wir aber einen Lauf hier mit den Federn. Ja, klar. Ja. Oh, da unten. Mal nicht auf dem Dach. Mal nicht auf dem Dach. Ganz was Neues. Ihr dürft unsere Arbeit nicht stören. Florenz ist krank. Es ist unsere Pflicht zu helfen. Mhm. Wie? Indem ihr das Volk zwingt, einem Irren zu folgen? Es ist unklug, die Mächtigen herauszufordern. Ich bitte dich. Nun, die werden bald abgesetzt. Nein, ihr bekommt mich nicht. Savonarola wird von eurem Verrat erfahren. Natürlich. Wache! Soziale Aufsteige, den Adligen verfolgen und zum Schweigen bringen. Bevor er Savonarola erreicht. Ich hasse es. Ja, okay, ich habe keine Ahnung, wo er ist. Und wieso ist der Typ hinter uns so schnell? Was war das denn? Okay, ich folge ihm. Ja, also ich versuch's. Wie soll ich ihn jemals einholen? Was zum Henker tust du? Mhm. Hast du das nicht? Wo kommt der her? Euch einen Moment zum Nachdenken. Wir haben recht. Los. Ich habe das Gefühl, ich finde die falschesten Wege überhaupt. Was zum Teufel? Laju, stopp mich. Ich habe nichts getan. Nur den Willen des Propheten. Maul halten, wo bist du? Hä, wo ist denn der? Ist er unter uns? Wer ist unter uns? Wenn du an... verliert ihn nicht schon wieder. Doch, Savonarola. Ich tue nur meine Pflicht. Wie kann er so schnell sein und da oben... Okay, komm her. Du Drecksack, du bist ja wohl nicht schneller als ich. Ja, ja. Oh mein Gott. Ich dachte schon. Ich war ein Opfer. Du bist eins. Ich bin nicht schuld. Doch. Ihr trafft eine Entscheidung. Er verzauberte mich. Mit diesem Ding. Nur weil ihr es zuließt. Ich tue dies für das Volk. Ja. Requiescat in Pace. Bleib einfach liegen, Mann. Bleib einfach liegen. Wow. Du Nervensäge. So. Und wir wurden noch nicht mal dabei gesehen. Das ist ja ein Traum. Wow. Es sind nur noch 2. Freunde. Ich bin so froh, wenn das vorbei ist. Ganz ehrlich. Das ist mit Abstand eines der schlimmsten Dinge, die wir hier je getan haben. Alle Lieutenants töten, weißt du? Wow. Ich glaube, die Folge wird auch ein bisschen länger, weil ich will das nicht in 2 Folgen aufsplitten. Spring doch einfach darüber, Mann! Ich will das nicht in 2 Folgen aufsplitten, das will ich heute nicht antun. Und mir auch nicht, ehrlich gesagt. Ich will das nur einmal schneiden müssen. So. Okay, und hoch mit dir. Ich liebe Ezio, ne? Ich liebe Ezio, aber ich hasse ihn gerade. Ich hasse ihn. Oh, was? Ich gehe ja schon runter, verdammte Scheiße, Mann. Omnipotens Deus, Rex Regum, et Omnium Gubernator. Mhm. Gubernator. Was? Sterbesakramente. Ungesehen auf dem Duomo klettern. Wenn ich das schon höre, wenn ich das schon lese. Ungesehen. Und den verblendeten Priester aus seinem Hochsitz entfernen. Und wahrscheinlich sind da 1 Million... 1 Million Gegner.
um ihn herum. Und ich soll ungesehen da hochkommen. Hm. Klar. Zählt das schon als gesehen? Okay, das zählt nicht als gesehen. Ich meine, was? Wo soll ich denn hin? Hier sind 1 Million Gegner einfach. 1 Milliarde, 1 Zilliarde. Und ich kann nicht mal da hochspringen. Schafsurin, ist mir scheißegal. Ich strecke dich nieder. Gnade, ich hab doch nichts getan. Wie wunderbar. Den wollte ich nicht. Es tut mir leid. Jetzt hast du nämlich noch mehr. Jetzt wollen die mich noch mehr umbringen, weil ich irgendwelche Zivilisten umhaue. Wo ist der langgerannt? Das geht sich in Scheiß an. Kann ich hier rüber? Ja, das sieht gut aus. Das sieht sogar wirklich gut aus. Was? Wo, von wem? Von denen, die unten stehen? Wieso habe ich diesen Umhang überhaupt an? Diesen Medici-Umhang, ganz ehrlich. Ist das überhaupt dieser Medici-Umhang? Wo habe ich das nochmal? Inventar, Monturen. Medici-Umhang. Anziehen. In dieser Erinnerung kann der Umhang nicht gewechselt werden. Ich muss sogar unentdeckt bleiben, wenn ich in die Nähe dahin möchte. So, das heißt, die sehen. So, okay. Ich versuch's mal, ohne dass wir entdeckt werden, aber da oben, von da oben kamen wir doch. Vielleicht geht das. Ich versuche es. Hoch. Hoch. Okay. Du willst mich doch verarschen, oder? Gilt das jetzt als unentdeckt? Bitte? Ist das möglich? Wo müssen wir hoch? Da, ganz oben, ne? Von hier könnten wir sogar hoch, wenn der Typ uns nicht sieht. Versuchen wir es. So, jetzt. Was? Runter, Hund? Wer hat das gesagt? Wer ist das? Wer ist das? Ich muss mal ganz kurz weg. Ich muss mal ein paar Wände einschlagen. Ja, bis gleich. Ich hoffe, das reicht jetzt. Ich hoffe sehr, dass es jetzt reicht. Komme ich hier irgendwie hoch? Oder sind hier auch noch irgendwelche Gangster, die hier rumlaufen? Okay, ich kann ihn schon hören. Ich kann ihn schon hören. Das heißt, wir sind sehr nah dran. Ja. Eorum, du sagst es, Mann. Kivere agunt unitentia. Serva et. Red ruhig weiter, gar kein Problem. Versuchen wir es von hier? Von hier dürfte es klappen, oder? Okay, nach links bitte. Nach links. Okay. Wenn das nicht pixelgenau ist, macht er es nicht.
Es ist... Glorificandum te. Qui es unicus. Victoriae largitur. Ich kann ihn nicht mehr hören. Ich muss ihn ganz schnell ausschalten. Ganz schnell. Oh, da sind auch noch Gegner. Vater Noster. Ja, ja, ist okay, Alter, es reicht. Oh. Ich dachte, er verkündete das Wort Gottes. Falsch gedacht. Ich fürchte, seine Predigt ist nur Lüge. Ich führte meine Herde in die Irre. Ich wollte doch nur glauben. Das wollen wir alle. Ich beende nur die Arbeit meines Vaters. Das stimmt, ja, das ist wahr. Requiescat in pace. Einer noch. Ein einziger. Einer noch. Verdammte Scheiße. Nur noch einer. Und der ist in dieser Richtung. Wie weit ist er entfernt? Geht eigentlich. Kann ich hier irgendwie runter, ohne dass ich sterbe? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, das war okay. Ich denke, ich gehe das okay. Perfekt. So. Oh mein Gott. Okay. So, wir gehen zum letzten Lieutenant. Ich flippe sonst aus. Wir müssen den auch noch fertig machen. Ich bin so froh, wenn das vorbei ist. Wirklich. Ich bin so froh, wenn das vorbei ist. Alter. Ich flippe aus. Ich flippe am Kackrad. Junge. Ja, ja. Heil mich. Heil mich und ich kaufe mir neuen Stuff. Alter, wir können jetzt 15 Medizin haben. Gar nicht so schlecht. Jetzt solltet ihr euch besser fühlen. Ja, ich fühle mich super. Ich fühle mich klasse. Aus dem Weg. Aus dem fucking Weg, Mann. Weg mit euch. Oh mein Gott. Der letzte Lieutenant. Es ist recht einfach. Freude pur. Wenn ihr Pflege wollt, müsst ihr euch dem neuen Herrscher unterwerfen. Okay. Ja. Oh, da ist ein Arzt, oder? Chirurgischer Eingriff. Ungesehen ein Attentat auf den Doktor durchführen. Ungesehen. Was bedeutet ungesehen? Weil ich kann nirgendwo hin. Wo soll ich denn hin? Kann ich mich hinsetzen? Kann ich auch nicht. Ich stelle mich mal in diese Gruppe hier. Unterstützt die Medici, die wir diesen Florenz schon lange verlassen haben. Oder akzeptiert Savonarola. Warum es bekämpfen, sich verweigern? Er ist ein guter Mann, mit starkem Charakter und guter Moral. Er will uns selbst. Natürlich will er das. Weißt du was? Ich wollte einfach an den vorbeilaufen, das hat nicht so gut geklappt. Okay, wir müssen einen anderen Weg suchen, weil an den vorbei geht es nicht. Oh, oh Gott. Ich will einfach nur, dass es vorbei ist. Wirklich. Ich will einfach nur, dass es endet. Verdammte Scheiße. Okay, wir müssen außen rum also. Noch sieht uns niemand. Noch will niemand was mit uns zu tun haben. Was sehr gut ist. Liebe Menschen, nehmt ihr mich mit? Das war knapp. Geht bitte in diese Richtung. Bitte. Und Rettung. Wow, okay. Das war ein bisschen provisorisch. Aber hey. Habt das Blut eines Heilers vergossen. Und das gefällt mir auch gar nicht. Nein, ich habe das Blut eines Tyrannen vergossen. Diese Macht über Leben und Tod zwischen dieser Welt und der nächsten. Anscheinend berauschte ich mich. Und jetzt werdet ihr schlafen. Ja. Euer Tod dient einem Zweck. Requiescat in pace.
Oh mein Gott. War's das? Bitte sag mir, das war's. Und jetzt müssen wir noch abhauen wahrscheinlich. Und das tun wir. Und das tun wir sowas von. Und er ist viel schneller als wir. Weißt du? Noch so ein schneller. Alter. Und da, oh Gott. Ich hätte auch da reinspringen können. Wie lange kannst du weiterlaufen, hä? Schnauze! Das will ich überhaupt nicht. Ich wollte die Leiter hoch. Gut geklappt. Ich flipp gleich aus. Ich flipp gleich aus. Weg, ihr Trottel, sofort! Schnauze! Und trotzdem erwischt er mich. Und trotzdem erwischt er mich, weißt du? Ich will doch einfach nur hier weg. Hier sind so viele! Hier sind einfach so verdammt viele. Geh da hoch, Mann. Ja, ich verliere ihn. Ich kann ja auch nirgendwo hin. Komm schon. Ja, Steine, weißt du? Ich bin bei dir, Bruder. So, können wir hier vielleicht irgendwie abhauen? Geht das? Nein, Mann, nicht die Leiter. Nicht darunter. Ich will irgendwo hin. Irgendwo, wo ich sicher bin, Mann. Ich sehe ihn. Ist mir scheißegal. Scheiße. Da ist so ein Ding, wo man reinspringen kann. Komm. Verdammt. Oh mein Gott. Ich ersticke gleich an meiner eigenen Wut. Wirklich. Ich bin so froh, dass es vorbei ist. Ich hoffe, es ist vorbei. Na? Was ist jetzt? Oh. 9 von 9 Lieutenants. Ich bin so glücklich. Oh mein Gott.